Seid gegrüßt. So. Ja, ja. Willkommen. Rein theoretisch soll Sasani auch noch hier sein, aber man sieht von ihr nichts. Ein Safa sehe ich, aber Sasani, von ihr fehlt jede Spur. Weiß nicht, ob ich sie hätte mitbringen müssen oder so. Auf jeden Fall will ich die jetzt tot sehen. So. Aber davor. Ich würde hier gerne quick. Ja, ich habe schon gequicksaved. Also, trink mal das da. Ja. Du machst das Gleiche. So, da wird nochmal nachgebufft. Und dann gucken wir mal, was ist. Oh, ich bekomme gerade eine gute Idee. Er kann doch... Irgendwie Unsichtbarkeit, oder? Kannst du auf jeden Fall... Genau, Tarnung. Wie lange hält das? Lange. Dann machst du Tarnung auf sie. Du kannst das nur auf dich selbst, das ist ja bitter. Dann mach mal Steinhaut auf sie. Mein Paladin ist mein Tank. Okay, das Soundtrack, der gerade läuft, ist jetzt nicht intern. Sicherlich. Wie lange hält ein Hast eine Runde pro Stufe? Also nicht lange, das lassen wir also noch offen. Sphäre Unsichtbarkeit hält eine Minute pro Stufe, also 18 Minuten. Mein Ziel ist jetzt, so viel Buff-Möglichkeiten zu bringen, wie es geht. Um halt so, das ist das Schlachtenglück. Achso, jetzt hat er, kann er nicht zaubern, weil er unsichtbar. Naja. Gut, probieren wir es. Ich speichere nochmal einen Zwischen-Slot. Zwar zwischen. Ne, da ist er mit Quick Save, dann nehmen wir jetzt den. Und dann gucken wir mal, wie das abläuft. Anscheinend konnte euer Clan nicht einmal mit einer Handvoll Eindringlinge fertig werden. Und trotzdem versprecht ihr mir die Schwertküste in einem Zehntag. Das gefällt mir nicht. Wir werden uns sofort darum kümmern, mein Herr. Und schon geht's los. Sofort aggressiv zaubern. Missbrauch, oh scheiße. Also Misserfolg, nicht Missbrauch. Das war Schaden. So. Totenglocke wird nicht wirken bei denen, aber Hammer der Götter wirkt sehr gut.
Einer ist tot. Nice. Das waren die zwei Level, die haben gefehlt. Yes, stirb, 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 Herod. Yes. Die beschämt. Ja, dass ich cheaten muss, um euch zu Fall zu bringen. Okay. Zwei Level haben also gereicht, oder drei Level. Um die umzubringen. Und was habt ihr dabei? Ein Turmschild. Harald ist übrigens zwischendurch umgekippt. Mein Paladin hat aber überlebt. Der Plan ist wirklich aufgegangen. Dadurch, dass die halt immens viel hat. Also sie hat jetzt Rettungswürfe erhöht, Rüstung erhöht, Angriffswert erhöht, Fertigkeiten erhöht, Schaden erhöht. Sie hat Charisma plus 6, Stärke plus 5. Hast hat sie noch bekommen. Wahrscheinlich von Mark, der ihr das drauf gezaubert hat. Ihre eigene Ausdauer-Aura, Schadensreduzierung und die Rettungswürfe wurden noch gesenkt. Aber es hat sich gelohnt. Alter Schwede. Und die werden auch böse gewesen sein. Die würde auch gegen uns mega Schaden machen. Das kann ich. Boah. Hab ich schon. Wer braucht noch Weisheit? Du kannst Weisheit gebrauchen. Bitteschön. Irgendwie hat was Ekelhaftes bekommen. Und sehe hier ist Fangzahn. Ein Krummsäbel. Bei Treffer gibt's Blut Sehirs. Göttlich 2W6, scharf. Verbesserung plus 4. Nettes Spielzeug für Mark. Er kann es nur nicht tragen. Dann wird's verkauft. Ich habe schließlich den verzauberten Papyrus-Klinge, die alles cheatig macht. So, ne, das ist meins. Gifttrinker. So. Hat einer von euch Bann? Geh mal da aus dem Weg. Oh, du kriegst Schaden, warum? Was? Harald Hull verursacht Harald Hull 10 Schaden. Er tötet sich selbst. Die lassen sich nicht bannen. Wieso? Warum kriegst du Schaden? Du kippst gleich um. Mal heilen. Hat er vielleicht irgendwie eine Krankheit oder so? Ich sehe nicht, warum er Schaden kriegt. Kippt er gleich um. Plopp. Was sagt denn eigentlich unser Journal? Kehrt zurück in den Giftschlangtempel zu Sasani und teilt ihr mit, dass die Bedrohung für das Haus der Seen nicht mehr existiert. Das tun wir doch gleich. Aufstehen, volle Socke. Und kippt nicht wieder um. Ey! Das Spiel denkt sich immer was Geiles aus, ne? Ist es nicht so? Ja, er kriegt noch weiter Schaden. Kann ich ihn angreifen?
Ich warte jetzt, bis er tot ist. Währenddessen können wir uns mal umschauen. Mario, du bist gestorben. Ja, sonst ist hier nichts. Aber immerhin, wir können zurück. Aber ich muss sagen, das hat wirklich geklappt. Also durch den Paladin, die hat uns getankt. Die hat gut Schaden gemacht. Wie viel Erfahrung haben die eigentlich gegeben? Nur 70 Erfahrung für den Herold. Und der andere? Nur 84. Das ist wirklich erbärmlich, ne? Das ist wirklich scheiße. Och Mario, stirb doch schneller. Stirb doch einfach schneller. Stirb doch einfach schneller. Ich würde ihn ungern jetzt auch hier verlieren, weil es wäre fatal. Ich brauche ihn. Auf der Landkarte. Sonst muss ich jeden Kampf machen. Sollte ewig. Ich skipp das mal für euch. Seid gegrüßt. Während Mario übrigens da noch am Sterben liegt, oder Harald, ist mir das hier aufgefallen. Sieh hier. Madame steht noch hier. So, ich mach jetzt zwischen zwei. Der ist noch vom Anfang. Das heißt, ich mache jetzt inzwischen drei am besten. Weil ich brauche hier diese Slots noch. Für den Fall, falls Mario zum Beispiel nicht mehr am Leben ist. Dann müsst ihr den Kampf vielleicht nochmal machen. Ihr lästigen Sterblichen. Was denkt ihr, dass ihr mit diesem lächerlichen Sieg gewonnen habt? Die Credits, mein Freund. Die Credits. Sagt das? Oh. Ich weiß, wie ich eure Anhänger zur Strecke bringe, Gott. Nicht mehr lange und mein nächster Bolzen wird euch treffen. Haltet an dieser Hoffnung fest, Jägerin. Ihr seid jung und närrisch und geht durch die Welt, als gehörte sie euch. Doch dem ist nicht so. Oh, die haben sogar echt... Oh Gott, ich krieg da gerade einen Schreck, aber das sind Buffs, die auslaufen. Das sind sogar extra eingesprochene Texte für die Einzelnen. Ich kenne das Böse in euch, Gott, der Finsternis. Und Yushai kennt euren Geruch. So wie sich einst Ubtau Seth entgegenstellte, wird er sich nun mit allen anderen euch entgegenstellen. Ihr darf gerne stehen. Das macht es einfacher, Narren wie ihn umzuwerfen. Eure Pläne sind gescheitert, sieh hier. Das ist nur einer meiner Entwürfe. Wurm, ihr vergesst, mit wem ihr sprecht. Behaltet Samurak und eure Schwertküste. Ihr habt mich zurückgeworfen, doch nicht weit. Lebt wohl, sterbliche Seele. Wir sehen uns wieder. Seid euch dessen sicher. Und Isaac. Und Harald stirbt immer noch. Ist das die Bestrafung? Weil wenn ja, dann würde ich einen... den Feed cheaten. Wer kann sich dann noch gut verstecken? Vielleicht brauchen wir ihn nicht mehr. Ich bin bereit. 22 ist gut. Folgt mir. Jetzt. Bereit. Hier, folgt mir. Ja, ja. 22 ist sehr gut.
Oh, guck mal. 63 minus. Gleich stirbt er. Also gleich ist er tot und kriegt einen Totenkopf. Bam. So. Ja. Das ist sehr, sehr gut. Also, wenn das scheitert, dann nehme ich die als neue Schleichtante. Und ich befehle dir, steh auf. Interessanterweise, dass seine Buffs wiederhergestellt werden. Und? Ah, er kriegt keinen Schaden mehr. Cool, das Sterben hat geholfen. Nice. Super. Dann gehen wir jetzt zurück zu Sasani. Und wo ist das? Zum Giftschlangentempel. Da habe ich sie aber nicht gesehen. Guck mal, wir waren hier links noch nicht. Da gucken wir mal rein. Hier, folgt mir. Ja, folgt mir. Kommt, Leute. 1, 2, 3, 4, 5. Entschuldigung, warum schleichst du so rum? Du bist überlastet. Das ist nicht schön. Gib mir doch einfach die Rüstung und so. Ja, ja. Was ist das eigentlich? Ach, die Ritterrüstung. Schon wieder. Wir haben so viele Ritterrüstungen. Ich gebe uns dann nochmal ein bisschen. Ah, haben wir schon. Ein Gebet noch. Zur Sicherheit, falls wir. Oh. Ein Ausgang. Und dann direkt so. Oh, Spiel. Das wäre doch nie nötig gewesen. Warum baut ihr das so ein? Nice. Cool. Oder was hast du zu sagen? Erstaunlich, bemerkenswert, dass ihr euch dem Herold eines Gottes gestellt und gewonnen habt. Und ich kann davon erzählen. Also ganz erfreulich bin ich nicht. Ich musste betrügen dafür. Lady Sasani sollte von eurem Sieg erfahren. Ach, was für ein wunderbares Ende für das Buch. Ich kann kaum erwarten, es in der Feste niederzuschreiben. Ja. Ich kann es kaum erwarten, dass das die Credits sind. Meine Späher berichteten mir, dass sie alle die Auswirkungen des Sturms gesehen haben. Das Haus Sessein verzehrt sich im Chaos und hat den Einfluss über die anderen Clans verloren. Die Gefahr für Chult, für die Schwertküste und für andere Gebiete ist abgewendet. Das ist nicht euch zu verdanken. Ihr hättet gegen eine weit größere Anzahl von Gegnern kämpfen müssen, wenn mein Volk keine Opfer gebracht hätte. Es gibt einen Grund dafür, dass ihr nicht von Sesseins Verstärkung überrannt wurdet. 3000 Erfahrung, das ist wirklich lächerlich, ne? Wer hat sich das ausgedacht? Damit kannst du auch keine Leute leveln. Gebet hält wirklich kurz. Aber lasst uns nicht zanken. Heute lächeln die Götter der Reiche auf uns herab. Die Pläne eines Eindringlings wurden vereitelt und unser gemeinsamer Feind besiegt. Eine Gruppe Yuan-Ti ist noch übrig. Wirklich? Ist eure Gier nach dem Blut der Vrail Olo so groß, dass ihr euch gegen jemanden wenden würdet, der von Anfang an mit euch verbündet war? Ja, obwohl eigentlich das erste ist ja richtig gut, ne? Ihr wart nur meine Verbündete, weil ihr Verwendung für mich hattet. Das ist nun vorbei. So soll es sein. Was stirbt's jetzt? Das war bestimmt gut, ne? Schlachtenglück. Klingenbarriere. Wird wohl nicht nötig sein. Nach der Niederlage des Hauses Sessein und dem Scheitern der Pläne ihres dunklen Gottes könnt ihr euch
vorübergehend gefahrlos vom Abenteuer zurückziehen, in dem Wissen, dass Samarach und der Schwertküster sicher sind. Möchtet ihr euch zurückziehen? Wollen wir? Ja. Möchten Sie es wirklich? Sie möchten sich wirklich zurückziehen? Da wird das aktuelle Spiel beendet. Ja. Und so, liebe Leser, endet meine Geschichte von dunklen Machenschaften, Heldentum und Opfern. Aber was, mögt ihr euch fragen, geschah nach dem Fall des furchtbaren Herolds von Sehir? Wie sah die Zukunft aller aus, die von diesen Ereignissen berührt wurden? Habt keine Angst, liebe Leser. Ich, Wolofhamp Gedarm, würde euch nie im Stich lassen. Zwar bin ich von Beruf kein Geschichtsschreiber, doch ich bin ein unermüdlicher Forscher und präsentiere euch nun meine Entdeckungen. Obwohl Samarak eine Zeit lang unser Gastgeber war, ist es, nach allem, was man so hört, unverändert. Meine Quellen flüstern jedoch, dass bestimmte hochrangige Offizielle der Macht der Yuan-Ti erlegen sind. Noch beunruhigender ist die Unsicherheit darüber, ob die fraglichen Yuan-Ti ihrem alten Gott Seth noch treu sind oder den widerwärtigen Sehir verehren. Was nun das Schicksal des belagerten Letzthafen angeht. Die tapferen Abenteurer beendeten die Stürme um Letzthafen, doch das kostete seinen Preis. Die Göttin Amberly muss vom Tod ihrer Priesterin wissen und wird eines Tages wohl Rache nehmen. Die Laskaner stärkten bald nach der Einnahme von Letzthafen ihre Position in der Stadt und bauten zusätzliche Garnisonen auf. Gerüchte über einen Angriff selbst auf die Stadt Niewinter kamen auf. Obwohl sie dem Wahnsinn verfiel, erreichten die Neuigkeiten davon, was Naya in Letzthafen versucht hatte, die Ohren vieler. Und so manche ehren sie dafür noch heute. Doch was ist mit dem kleinen Dorf Westhafen, in dem der große Ordenshauptmann aufgewachsen war? Obwohl Westhafen von den Drachenzwillingen befreit war, fiel es unter die Herrschaft eines nahen Kultes. Shanti-Kleriker beeilten sich, ihn zu zerstören, doch der Kult forderte die Leben von Jan Bockmann und anderen Hafnern. Von der Trauer verzehrt verschwand Jans Vater Laszlo im Sumpf. Das arme Dorf Westhafen folgte ihm schließlich und wurde von der Wildnis des Totensumpfes zurückgeholt. Was die Seelen angeht, die dabei halfen, auch sie sind nicht vergessen. Fink der Barde setzte seine Erfahrung bei der Handelsgesellschaft ein und schrieb einige verkaufsfördernde Lieder für die Joaquin-Kirche, wofür er gut bezahlt wurde. Mit seinem Verdienst sagte der schöne Barde der Schwertküste erneut Lebewohl. Er meinte, in der Welt gäbe es noch viel mehr, das er sehen müsste, ehe er bereit sei, seine Seele Sune zu überlassen. Das Letzte, was man von Fink sah, war, wie er ein Schiff bestieg, das ins ferne Kalimshan segelte und an Bord eine liebliche Edelfrau umwarb. Auch wenn sie unendlich beeindruckt von den mächtigen Wesen war, die es an der Schwertküste zu jagen gab, begann in Shula Sar Meshui irgendwann ihre große Schwester Quessi zu vermissen und bekam Heimweh nach ihrer fernen Heimat Tashalar. In Shula und ihre Schwester kehrten mit vielen beeindruckenden Trophäen heim nach Tashalar. Im Chaos, das dem Untergang des Hauses Sessain folgte, sorgten sie unermüdlich für die Sicherheit ihrer Heimatstadt, deren Wächter sie immer noch sind. Auch wenn er sehr erfreut über die unerwartete Richtung war, in die ihn seine Reise durch den Irrgarten geführt hatte, war Umoja sehr besorgt darüber, wie sich das Erscheinen des Gottes Sehir auf sein Volk daheim in der Schulterstadt Mesro auswirken würde. Der Druide und sein Dinosauriergefährte sagten der Kreuzwegfeste Lebewohl und kehrten nach Hause zurück, um dort die Schulter vor dem Bösen der Yuan-Ti zu bewahren. Für diejenigen, die den Helden auf ihrem Weg geholfen haben, ihre Geschichte ist hier für immer niedergeschrieben. Lasst uns die Macht ihrer Taten und Worte nie vergessen. Doch das Wichtigste, das Schicksal der Schwertküste und der schönen Anführerin der Händler, Sasani. Nach dem Fall des Clans Sessain und dem tragischen Tod der Soringar-Prinzessin verfielen die Yuan-Ti überall in den Reichen in Chaos. Dutzende Yuan-Ti-Komplotter auf ganz Toril wurden aus ihrem Schlag aufgerüttelt, was dazu führte, dass ganze Länder wie Thindol in Panik ausbrachen und massive katastrophale Verfolgungsaktionen in der Bevölkerung starteten.
In der Kreuzwegfeste wurde heiß diskutiert, wem nun die Handelsgesellschaft, die Sasani einst leitete, gehören sollte, und die Sache wurde schließlich so geregelt, dass sie in den Besitz der Abenteurer ging, die den Herold heldenhaft besiegt und dem grässlichen Vorhaben Sahirs ein Ende gesetzt hatten. Nach Sasanis Tod gab die Handelsgesellschaft ihr Bestes, Nie Winter bei seinen wirtschaftlichen Anstrengungen zu unterstützen und half der Stadt durch den lange dauernden Wiederaufschwung bis zur Stabilität. Doch sie erreichte nicht mehr die Macht und den Einfluss von einst. Auch wenn Nie Winter politisch stark blieb, verlor es leider viel von seiner Macht an benachbarte Mächte wie Lasken und Tiefwasser. So endet meine Geschichte, liebe Leser. Auch wenn ich nicht weiß, ob und wann sie gelesen wird, eine ständige Sorge verbleibt mir dennoch, die ich mitteilen möchte. Diese Ereignisse, auch wenn sie zusammenhanglos wirken, scheinen mir, je öfter ich darüber nachdenke, immer enger miteinander verwunden zu sein, und es läuft mir eiskalt den Rücken herunter. So will ich hier der Welt von der Tapferkeit der Helden berichten, die den Herold von Sehir bezwangen und so zu Legenden wurden, auf dass solche Legenden bestehen, um uns in Zukunft ein Beispiel zu geben. Nun, liebe Leser, ich habe Angst, dass etwas Furchtbares auf uns zukommt. Vielleicht etwas, das das Antlitz der Reiche für immer verändert. Ich kann nur hoffen, dass diese tapferen Helden, wie diejenigen, mit denen ich reisen durfte, hervortreten und sich der Dunkelheit stellen, wenn sie erscheint. Und an meinen Freund, den werten Elminster, wenn sich dieses Buch gut verkauft, werde ich meine Arbeit über die Nymphen von Samarak veröffentlichen. Ich habe einen Kaufinteressenten. Es grüßt Volothamp Gedarm, Historiker und Faerun-Reisender. Ende. Okay, ich könnte es fast sagen. So war das nicht. Ach wirklich? Nun sollen wir doch nochmal von vorne anfangen und ihr sagt mir, wo ich falsch gelegen habe. Und so, liebe Leser, endet meine Geschichte. Von dunklen Machenschaften, Heldentum und Opfern. Aber was, mögt ihr euch fragen, geschah nach dem Fall des furchtbaren Herolds von Sehir? Wie sah die Zukunft aller aus, die von diesen Ereignissen berührt wurden? Mal gucken. Habt keine Angst, liebe Leser. Welchen Eindruck habt ihr wohl auf den Einwohner Samarachs gemacht? Obwohl Samarak eine Zeit lang unser Gastgeber war, ist es, nach allem, was man so hört, unverändert. Meine Quellen flüstern jedoch, dass bestimmte hochrangige Offizielle der Macht der Yuan-Ti erlegen sind. Noch beunruhigender ist die Unsicherheit darüber, ob die fraglichen Yuan-Ti ihrem alten Gott Seth noch treu sind oder... Hatten wir ja auch schon. Welche Rolle habt ihr beim Schicksal Letzhafen gespielt? Och Gott. Naja, eigentlich waren wir da schon. Ja, das passt schon. Das war's. Was nun das Schick, die tappt nach der... Hatte ich Einfluss im Westhafen? Das mit... Mit der... Mit Westhafen war ja übel. Doch was ist mit dem kleinen Westhafen, war von den bösen Drachenzwillingen befreit. Doch bald geriet es und bald kamen Chanty-Klerik. Das ist schon irgendwie cool. Was? Welche Gefassungen haben euch auf der Reise begleitet? Oh Gott, da gibt's so viele. Was die Seele fink, der mit seiner das auch in Schauch der Druck führt. Was denkt ihr wohl aus Sani? Ich hab sie gekillt. Doch das Wichtigste, dass nach dem Fall Dutzende Yuan in der Kreuz nach Sasa, auch wenn so diese so will ich nun, liebe, ich kann nur und an es grüßt. Ende. Ende.
Oh Gott. Endlich. Ich muss sagen, am Ende war das doch gar nicht mal so schlecht hier mit den Credits. Dann kann man mal sehen, was man geschafft hat, gemacht hat überhaupt. Und ich sag mal, das lief ja gar nicht mal so gut für die meisten. Auch wenn ich da teilweise nicht so die Wahl hatte. Oh. Wer das Spiel? Genauso wie der zweite, also wie der Hauptteil oder wie Mask of the Betrayer geschrieben, dann sind die deutlich besser. Oder dann wäre es deutlich besser gewesen. Also die Umsetzung mit dieser gigantischen Karte, die war wirklich nicht gut, finde ich. Das vor allem das Rastsystem, das sie rausgenommen haben. Es hat quasi das halbe Kampfsystem kaputt gemacht. Aber ich bin froh, dass ich es immerhin durch habe. Auch wenn ich ein bisschen mogeln musste. Ja, das war Neverwinter Nights 2. Ja. Eine schöne Story-Reihe. Es gibt auch sehr viele Add-ons von Neverwinter Nights 1. Viel auf Englisch, also so Module, die man dahin installieren kann. So Geschichten, die man dann spielen kann. Und vielleicht mache ich da noch was von. Soll, glaube ich, auch von Neverwinter Nights 2 was geben. Mal gucken. Aber ich würde sagen, erstmal sind andere Projekte dran. Also technisch. Soundtrack war ja gar nicht vorhanden. Auch wenn man da was Tolles machen konnte. Für mich war meistens immer nur Stille. Ja. Ich finde, ich habe doch noch gut zum Schluss gebracht. Ich bin zufrieden. Auch wenn ich nicht alle Quests mitnehmen konnte oder so. Aber es war schon abartig schwer. Klickt man oder landet man ins Menü. Ja, hier könnte ich jetzt ein neues Spiel machen. Könnte ein neues Modul auswählen. Was auch immer das ist. Könnte eine neue Kampagne machen. Könnte auch die Mysteries of Westgate machen. Das wäre dann Englisch. Der Albtraum begann kürzlich, nachdem du eine... What? Nauseous looking domino mask. Achso, nachdem du eine irgendwas aussehende Domino-Maske gefunden hattest, entdeckt hattest. In den Tiefen eines unbekannten Dungeon. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen hattest du keinen Bock mehr auf das Item. Die Natur nach... Die Wahrheit nach diesem verfluchten Fluchs wurde klar. Nun findest du dich auf ein Schiff wieder, gebunden in... Schiffbauen vor der... Irgendwo bei Westgate. Wo ich eine Abmachung auswählen muss. Vorsichtig. Um meine... wie heißen das? Dings zu sichern.
und überhaupt Gefahr und so weiter. Willkommen zu Westgate. Das könnten wir auch machen. Mache ich vielleicht sogar. Mal gucken, wie das dann ist. Vielleicht hoffentlich besser. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.